Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anja. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn etwas London betrifft, notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Hier sind ein Stift und Papier. Kann ich an die Schreibmaschine? Sie können tippen? Ja, meine Eltern wollten, dass ich es lerne. Ah, bestimmt für Diktate, Rezepte und sowas. Eigentlich nicht. Es hat mir in meiner Zeit an der Londoner Universität geholfen. Für mein Doktorat in Archäologie. Dann kam der Krieg und ich musste nach Hause. Ich war erst 16. Ich habe gehört, dass Sie nach dem Ordner zum Projekt Flüstertum suchen. Er ist nicht hier. Offensichtlich. Max, ich habe überall nachgesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max Hass! Hey, wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Mach der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturm. Ah! Max! Möge dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen, aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Dieser Raum sieht unbenutzt aus. Vielleicht können wir hier schlafen. Könnte eine Mütze voll gebrauchen. Das muss Max' Zimmer sein.
Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Du hast Eier aus Stahl, Bobby Bram. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Bemo! Beruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte! Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Der riesige Schanfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anya sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Blazkowicz. Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. In Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann kommen Sie mit den anderen Piloten hinein. Ich werde dich selbst erledigen! Vor dir ist der Empfangsbereich.
bitte ganz bis zum anderen Ende, durch die große Tür und in die Mondkuppe. Sie müssen Erfolg haben, Blazkowicz. Dann war Bobbys Tod nicht umsonst. Ziemlich starker Wind. Nicht der beste Tag zum Drachenfliegen.
Abkürzung. Nicht beschädigt worden.
übergezogen. Nochmals! Keine Angst! Und was zur Hölle war das? Klingt, als wäre jemand oben auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten. Schieß die Fahrstuhlbremsen ab. Was soll da schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Was denn, William? Uralte Artefakte. Alles hochtechnologisch. Pergament. Sieht nach einer alten Schrift aus. Das Regime scheint das Zeug rekonstruieren zu wollen. Gibt es Hinweise, woher das stammt? Dat ye should. Doc Abel Apostroph. Abel Tier Leerzeichen. Yoke Item Charlie How Uncle Doc. Vielleicht finden Sie was in unseren Archiven, Anya. Suchen Sie nach Querverweisen zu Dat ye should. Wird gemacht. William, sei vorsichtig. Sie gefällt mir, Blaskowitsch. Guter Fang. Nehmen Sie so viel von diesem Dat ye should Zeug mit, wie Sie tragen können. Wird gemacht. Eine noch. Okay, und los geht's. Thank you.
Da sind ja meine Hubschrauber. Totenkopfswerk, wie ich jede Wetterin. Damals hatten wir keine solchen Roboter und ich hatte eine Armee. Thank you.
Da sind ja meine Hubschrauber. Aufs Werk, wo gehe ich hier der Wetter rein. Da sind ja meine Hubschrauber. Drückenkopfs Werk, wo gehe ich hier der Wetter rein. Das schon war leichter. Damals hatten wir keine solchen Roboter und ich hatte eine Armee. Thank you.
Da sind ja mal Hubschrauber. Du kommst zu Werk, wie ich jede Wetter. Thank you.
Scheiße. Todroboter erledigt, alles zerstört. Hubschrauber gesichert.
bei Blaskowitz. Nicht verwirren, Sie bekommen Besuch. Ihr seid echt verrückt, Leute. Achte, Vorsicht bei der Landung. Ach, mein Held. An Bord. Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Ich konnte mich kaum bewegen, musste kriechen und habe mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishu? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blaskowitz, was immer Sie braucht, Sie helfen ihr, ja?